Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Das letzte Mal haben wir hier Katharina befreit und sind jetzt auf dem Weg zu den Ställen. Und müssen jetzt erstmal den hier... stilvoll... Ha! Ist klar, mein Freund. Stilvoll wegmachen. So, dann nehmen wir es wieder auf. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Wag es nicht. Attentat aus einem Heuhaufen, ja, ja. Wissen wir, kennen wir. Machen wir. Filio di Putana, tu so etwas nie wieder. Da hinten ist noch einer. Den schnappen wir uns aber auch gleich. Zack. Sadala. Ja, Katharina, ich komme gleich. Ich muss bloß... Ich muss bloß kurz sauber machen. Ich kehre ja gleich zum Ziel zurück. So ist es ja nicht. Wir könnten den hier mal looten. Drei Wurfmesser. Okay, dann können wir es mit den Wurfmessern jetzt auch mal ausprobieren. Weil das habe ich ja in der vorletzten Folge mal richtig verkackt. Na, uppala, ne, das wollte ich gar nicht. Ja, kleine Übungen hier mit der Katharina. Schaffen wir es, auf so ein Ding raufzuspringen? Es wird von dort drüben geöffnet. Oh je, da oben ist ein Typ. Zack. So. Öffnen wir mal das erste Tor. Und kehren mit Katharina dann zurück zum zweiten. Das ist irgendwo da oben. Ach du Scheiße. Da oben ist dann auch noch so ein Typ. Okay. Jetzt hier soll man nicht so viel stöhnen. Er soll klettern. So, jetzt probieren wir das mal aus mit den Wurfmessern. Nee, das klappt nicht. Das klappt ums Verrecken nicht. Ich will nicht schießen, Alter. Hä, hat mir bloß ein Wurfmesser. Oder hat er jetzt alle drei geworfen? Das kann ja nicht wahr sein. Oder kann der hier die... Ne, Tatsache, der hat jetzt alle drei geworfen. Ich glaube, ich spinne. So, wartet mal kurz. Ich will hier keinen Ärger haben. Zack. Runter. Ich verstehe nicht, warum mein Bekanntheitsgrad hier steigt, weil jetzt hat ja eigentlich keiner gesehen. So. Und runter da. So, Katharina. Auf geht's. Raus hier. Okay, die Bürde, die wir tragen. Schnell, Ezio. Reite über die Brücke. Ich decke dich. Ja, dich. Hüter von Forli. Katharina bei ihrer Flucht aus der Engelsburg zu Pferd eskortieren. Ich. Können wir auch gar nicht ablehnen. Wollt wohin? Naja. Was? Entfernung zum Ziel verringern? Was? Ich dachte, ich soll sie decken. Ja, ich kann nicht laufen. Er will nicht. Tut mir leid. Es geht nicht.
Ja, ja. So. Den anderen jetzt auch noch. Ja, tut mir leid. Müssen wir nochmal machen. Ich dachte, ich soll die Typen töten. Ja gut, okay. Es ist vielleicht logisch, dass wir uns einfach verpissen. Weil die uns ja eh nicht hinterherkommen. Aber trotzdem. Und vom Pferd aus zu rammen, das besonders, wenn sie ein Ziel verfolgt. Ah, okay. Ich lasse sie jetzt mal vorreiten. Sie ist ja der Vorreiter hier. Was? Hallo? Hey, Spacko! Ja, ich will mal hier. Na? Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück! Sonst werde ich mir nie verzeihen! Geh! Oh, komm gesund zurück, sonst werde ich mir nie verzeihen! Ja, komm jetzt. Hau drauf! So, zwei und zack. So, erster. Zweiter. Halt, du kommst weg da. Nein, immer noch nicht. Zack. Und du bist dran. Ja, komm. Was ist denn mit den 33 Sekunden da? Soll ich. Ist das jetzt optional oder ist das Hauptmission? Und. Bumm. Zack. Ja. Alter, wie viel kommen denn da noch? Auf die Lücke zielen. Nein, weg da. Was war das? Schnell! Zurück zum Castello! Was war das denn? Das waren wir doch gar nicht. Das Lustige ist, im Buch waren wir das schon. Im Buch war das geplant, dass das Ding explodiert. So. Ja, komm, Victor. Und zack. Auf geht's. Ich dachte, die wären zum Castello zurückgelaufen. So, nächste. Jetzt auf ihn! Los. Hey, wie viel kommen denn da noch? So. Zack. Jetzt los! Wie viele sind da denn? Ich meine gerade gelesen zu haben, dass ich fliehen muss. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wow. Boah, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ganz ehrlich. Leckt mich alle am Arsch. Ganz ehrlich. Könntest du mal... Der will nicht fliehen. Der will... Es tut mir leid, ich würde gerne, aber er läuft einfach nicht. So. Ich muss die jetzt alle wegmachen. Ah, fix. So. Jetzt hat aber meine Fresse echt. Was ne?
Was ein Kampf. So, plus 1000 F. Ja, 50% Synchronisation. Scheiß drauf. So, wir machen jetzt erstmal hier ein paar Steckbriefe weg. 6800 F im Tresor. Dies mag uns gefallen. So, warte mal, wo ist denn dieser... Nein, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Dürfte ich mal... Dankeschön. Ich muss mal hier kurz durch. So. Sie werden nicht mehr gesucht. Das ist doch mal schön. So, was können wir denn heute noch machen mit der angebrochenen Folge? Wir könnten den Schneider... Können wir den jetzt eigentlich schon freikaufen oder nicht? Wird das Gebiet hier noch von den... Ach, das ist noch... Ah, das gehört noch zum anderen... Nein, das wollte ich nicht. Das gehört noch zum anderen Gebiet. Okay. Okay, dann könnten wir eigentlich mal... dieses Schnellreiseding da aktivieren. So, wartet schnell. Wo ist denn das? Wo ist denn das Ding? Da ist es. Halt. So. Für 465 machen wir das doch jetzt mal. Dies hier zu renovieren. So, und dann gucken wir mal schnell auf die Karte. Wo wir uns denn am besten jetzt mal, wo wir jetzt am besten mal hingehen. Ich würde nämlich gerne zu einem Schmied. Kann ich hier gleich... Nee, kann ich nicht. Ich muss dazu dorthin. Ich würde gerne zu diesem Schmied dort hinter. Und, so, interagieren. Nein. 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 Achso, da geht's noch runter. Nein, da auch nicht hin. Da will ich hin. Ja, die ist Gilde. Genau da will ich hin. Das hätte man aber auch einfacher lösen können. Also diese Liste da. So, da la. Wo ist denn der Schmied? Da ist der Schmied. Ah, ne, wartet mal kurz. Nee, halt, das ist der Schneider, das ist der Banker. So, dann heben wir mal das ganze Geld ab. So, dala, opala, Entschuldigung. So, ja, nur die angesehensten. Sonst was sind hier. Wir reparieren erstmal alles. Und dann gucken wir mal. Römische Stiefel, doppelte versteckte Klinge von Leonardo. Besitz. Waffen, was, wie schaut's denn aus hier? Plus 3, aha. Der wäre ganz schön. Den Geschäftsauftrag beenden, um Gegenstand freizuschalten. Wo ist denn der Geschäftsauftrag? Ah, der ist wahrscheinlich bei dem anderen Schmied da. Scheißdreck. Okay. Munition, Wurfmesser. Kaufen mal 2, um das wieder ein bisschen zu üben. Ich hätte die Typen auch looten können. So. Kaufen wir die Kugeln. Muss ja sein. Gegenstände verkaufen, machen wir mal indische Diamanten. Leck mich am Arsch, 900. Boah, da bringt... Boah, die bringen teilweise schon echt viel. Münze von Vlad dem Fehler. Armbrust könnten wir uns natürlich... Die Armbrust verschießt Bolzen schnell und präzise, um Gegner aus der Distanz zu eliminieren. Sie eignet sich gut für lautlose Angriffe. Das wäre natürlich schon ganz geil, ne? Ich glaube, die kaufen wir uns jetzt mal. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Munition dafür, wa? Armbrustbolzen haben wir sogar schon. 167 kosten die. Leck mich am Arsch, die sind auch krass teuer. Ich werde es nochmal zählen. Ja, zähl's ruhig nochmal. So, also hätten wir hier die Armbrust. Dann mache ich... Nee, die lasse ich.
da, oder? Ne, die mache ich jetzt mal nach unten. Okay. Dann haben wir jetzt auch eine Armbrust. Kann der Schneider uns noch irgendwas zaubern? Beutel. Messer, Rauchbombenbeutel. Schaltet Rauchbombenbeutel frei. Das ist natürlich auch schon krass gut. Rauchbomben, mittlerer Köcher, erhöht die maximale von Bolzen um 5. Groß genug, um auch Zweihandwaffen ständig bei sich zu tragen. Boah, das wäre natürlich auch gut. Messergürtel, aber dann hört die maximale Anzahl. Na, Wurf mit der brauchen wir nicht. Also Rauchbomben oder das hier. Großer Köcher, nee, das brauchen wir nicht. Das wäre schon gut. Die Rauchbombenbeutel. Kaufen wir jetzt. Kaufen wir jetzt einfach. Okay, LT drücken, um einen Gegner zu erfassen, dann X halten, um zielen und loslassen zu schießen. Ach, ist das vielleicht mit den Armbrust genauso? Mit den Wurfmessern genauso? Rauchbomben. Ah, 333. Soll ich erstmal 1000, wenn ich den Beutel auffülle? Alter, ihr wollt mich verarschen. Ja, ja, ist gut. Okay. Dann würde ich sagen, was das mit dieser Folge hier bei Assassin's Creed Brotherhood. Wir werden uns das nächste Mal wiedersehen, hoffentlich. Bei der Hauptmission. Bis dann. Tschüss.